Also irgendwie fehlt das Guten Morgen-Video, komisch. Wir haben auch noch so ein kleines Begrüßungsgeschenk bekommen. In so einer süßen Dose. Da sind Kekse drin und Kotbeutel. Und das gebe ich Ihnen jetzt mal zum Frühstück. Also die Kekse. Schaut mal, wie sie reagieren. Das ist so süß. Mäuse? Wollt ihr ein Lecker? Wollt ihr einen Keks? Oh, Cookie. Ich hoffe, sie fressen es. Ich nehme sie jetzt mit zum Frühstück. Vorher gehen wir noch eine Pipi-Runde. Normalerweise würde ich sie eigentlich hier lassen in ihrer Box. Aber der Hund im Nebenraum, der ist so am Jaulen. Und das ist dann nur Stress für die. Deswegen nehme ich sie einfach mit. Und die Box nehme ich auch mit. Stopfe ich sie da rein im Restaurant und... Ja, ich das Wetter ist zum Glück wieder ein bisschen besser. Gestern hat es den ganzen Tag geregnet. Hier auf dem Berg war es sehr nebelig, aber auch ein bisschen sonnig. Wir gehen jetzt Pipi machen. Dazu haben wir die Zugstoppleinen, Honigkeks. Hier verlinke ich euch natürlich auch nochmal. Sind halt super praktisch, wenn man nur immer ganz schnell eine kleine Runde gehen muss und keinen Bock hat, dann die Geschirre extra dafür anzuziehen, weil es nicht voll der Eck ist. Die Dinger, fein macht die Lulu. Ja, okay. Hier könnt ihr die Hunde mitnehmen. Es sind auch überall Körbchen und sowas für sie da. Mega süß. Und ein Hundewaage. Da gehen wir jetzt mal drauf. Mucki, komm her. Sunny. Gucken, was der Klops wiegt. Hopp. Hier, hopp. 2,1. Mucki, du bist so klein. Ah, nee, stopp. Hanni, 2,7. Du bist ein dickes Hündchen. Ein dicker Hund. Sagst du mal bitte? Bitte, bitte, gib mir ein Lecker. Mucki, willst du auch ein Lecker? Sag bitte. Wir haben uns jetzt fertig gemacht. Sind auf dem Weg zur Almbahn. Hier ist die Kirche, die mich um 6 Uhr belästigt hat. Hoppala. Ja, da geht's irgendwo hoch. Und ich habe jetzt einen Selfie-Stick. Das ist total praktisch. Aber alle klotzen mich noch mehr an als sonst. Könnt ihr das sehen, wie cool es hier aussieht? Oh, es kommt gar nicht so geil rüber auf dem Video. So, ich habe übrigens einen total sexy Rucksack heute. Richtiger Backpacker. Richtig stylisch. Ja. Ach, ich bin mal gespannt, wie der Tag wird. Gönnt euch. Wie er da lang rast mit seinem kleinen Gefährt. Was macht ihr, kleinen Gefährte? Hallo, Kuppi. Hallo. Hallo, Hanni. Oh, Scheiße. Läuft richtig bei mir heute. Das ist das Problem, wenn einer rechts oder einer links läuft. Ich habe extra so ein krasses System hier heute dabei, probeweise, mit den Leinen. Bin gespannt. Wenn es taugt, kommt es in den Shop. Ey, alle haben hier so Wanderstöcke und ich habe einen Selfie-Stick. Oh Mann, ey, alle klotzen mich an. Chihuahua, Selfie-Stick, blond. Was ist da los? Wir sind jetzt an der Hochalmbahn. Schon mitten hier in den Bergen. Ja, da fahren wir da bis zur zweiten Station und wandern dann an den Bergsee. Und dann gehen wir schwimmen. Nein, ich glaube, wieder auf draußen. Cookie im Rucksack.
Wo steigen denn Sie aus? Oben? Ganz oben. Ganz oben. Wir steigen in der Mitte aus. Okay. Prima. Fährst du Gondel? Ist das so schlimm, Gondel fahren? Ja, ne? Ist das für die Hunde schon. Ja, sie ist halt auch sehr pitzig, aber die beruhigt sich gleich. Und du bist eher entspannt. Ja. Der zittert auch ganz schön. Ja, die ist halt ein bisschen... Wir sind jetzt hier angekommen auf der Bergstation Hochalbahn, 1753 Meter. Die Mäuse machen schon fleißig Lulu. Und ja, sieht ganz schön aus hier. Ich bin so richtig top. Hier gibt es so eine Greifvogelwarte, die ist da oben. Und dann noch Goldwaschen und allerlei Erlebnis, Gedöns, Kram. Ja, hier ist der Bergsee. Und ich muss gleich mal auf die Wanderkarte gucken. Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Hallo, Honey. Gut gemacht. Hallo. Ja, das Wandern habe ich mittlerweile aufgegeben, nach wenigen Metern. Das war mir irgendwie zu blöd. Hallo Cookie. Ich fotografiere jetzt und wandere vielleicht auch noch ein bisschen, aber so richtig wandern. Nee, das ist nicht meins. Ja, Honig. Wandern ist auch nicht deins. Ja, und hier sieht es halt schön aus. Cookie läuft hier durch den Fluss, Bach, was auch immer das ist. Bach. Das muss nur aufpassen, weil hier sind so Greifvögel. Und die Mäuse passen sehr gut in das Beuteschema von denen. Bock. Fuck, das ist voll steil, Mann. Das war jetzt schon wieder genug gewandert. Das ist viel zu anstrengend. Ich laufe jetzt hier einmal um diesen Bergsee. Der ist richtig schön. Das Wasser ist so klar. Ich würde am liebsten gerade reingehen. Ich schätze mal, es ist ein bisschen zu kalt. Und ich traue mich jetzt auch nicht weiter runter, weil ich habe die Kamera nachher einen Rucksack auf. Und wir wandern jetzt Tillys Waldpfad hinunter. Hier, Leute, zieht zum Wandern besser keine Nike Free an. Das ist nicht so doll geeignet. Es sei denn, ihr wollt gut aussehen. Dann zieht Nike Free an. Ich muss jetzt echt aufpassen, weil hier sind sau viele Greifvögel. Ich habe ein bisschen Angst um die Mäuse. Da hinten, da fliegt einer. Aber ist wahrscheinlich zu weit weg, das werdet ihr nicht sehen. Weil sie es kommt. Diese Waldfahrt ist echt super schön gemacht, auch für Kinder. Hier sind überall so Informationstafeln über die Vegetation und solche Sachen. Das zeige ich euch jetzt gerade mal. Hier. Das ist eine Pilzinfo. Eierschwamm. Sieht voll eklig aus. Speisepilz, aber man kann den essen. Ja, den kann man auch essen. Pilze sind auch so eine Welt für sich, ne? Gallenröhrling. Ungenießbar. Boah, Leute, es ist sowas von schön gerade hier. Ich liege auf so einer geilen Liege. Und die Sonne ist rausgekommen. Es ist einfach... entspannt und ich bin so müde. Oh, ich guck gerade iPad, die Mäuse sind da. Hallo. Ja, jetzt geht's gut. Ich bin jetzt ein bisschen platt, ich laufe gleich runter zur Mittelstation. Hallo, Hanni, wollen wir ein Küsschen geben? Ja, sie ist so süß. Die Mäuse waren schön im See baden. Und... an der Mittelstation fahren wir dann wieder mit der Gondel runter. Und dann gibt es bald auch schon Abendessen. Und ich liebe diesen Selfie-Stick. Der ist super. Und jetzt wird weiter gewandert. Ich wollte euch ja eben eigentlich noch zeigen, was ich in meinem Rucksack drin habe. Das habe ich aber total vergessen. Aber ich erzähle es euch jetzt. Zum Essen habe ich mir zwei Äpfel, zwei Bananen, einen Obstriegel mitgenommen und ein Cliff Bar. Ich habe einen Obstriegel gegessen, dann habe ich eine Flasche Wasser, einen Eiweißshake. Ja, und ich habe irgendwie keinen Hunger momentan.
Aber ist auch nicht so schlimm. Heute Abend gibt es ja wieder 4-Gänge-Menü. Da freue ich mich drauf. Essen war ganz gut gestern. Man kann sich da immer zwischen 4 Sorten sein Hauptgericht auswählen am Morgen. Ich habe mir für heute Putenstreifen in Curry-Getöns mit Reis ausgesucht. Boah, geil, guck mal hier ins Tal. Ansonsten gibt es halt auch oft so deftige Sachen zur Auswahl oder vegetarisch. Aber ich bin echt mal gespannt, wie lange es jetzt noch dauert, hier runter zu laufen. Ich hoffe nicht mehr allzu lange. Ich muss nämlich Pipi machen. Ich esse dann jetzt doch noch mal was. Und zwar ein Proteinshake. Mein Eishake habe ich immer dabei. Ich liebe meinen Eishake. www.eishake.eu. Mucki und Honey habe ich natürlich auch immer dabei. Ja, leider ist das Whey nicht so geil von ESN. Oh, ich krieg das nicht auf. Honey. Gibt's auch ein Shake? Wir sind jetzt hier an der Heimatalm angekommen, an der Mittelstation. Hier ist so ein Ding, da kann man Gold waschen. Wir sind jetzt wieder unten und haben noch einen Abstecher gemacht zur Hundewiese vom Hotel Trimming. Mega cool gemacht. Hier gibt's so einen Hundepool. Mäusis, wollt ihr mal baden gehen? Ist ja geile Sache. Geh mal baden. Geh mal ein bisschen baden. Ja, fein, Honey. Ja. Hier kann man sich so ein bisschen hinlegen, kann relaxen, während die Hunde spielen und baden. Also super schön für Hunde gemacht. Da gibt es auch gleich noch eine Freilaufwiese. Müssen wir gleich hin, weil da so viele große Hunde sind und die kriegen dann Schiss. Da gibt es noch einen Agility-Parkour. Ich bin jetzt wieder im Zimmer. Ich bin ganz schön müde und geschafft. Für die Mäuschen gibt es jetzt Futter. Heute Rinder, Knorpelfleisch mit Gemüse. Das ist halt mega geil an dem Hotel, dass man sich nicht um das Futter kümmern muss. Man kommt nach Hause von der Wandertour, was auch immer, nimmt die Dosen, stellt sie hin, fertig ab. Das ist halt schon ein Riesenvorteil. Mäusis. Guck, er hat sich's gemütlich gemacht. Ey, sorry, dass es so verpennt aussieht. Ich habe gerade eine Stunde Mittagsschlaf gemacht, bin so am Arsch. Ja, ich habe es jetzt auch nicht eingesehen, mich nur wegen dem Essen, wo ich jetzt gerade hingehe, zu schminken. Sorry, müsst mich leider so ertragen. Dafür will ich im ganz zünftigen Bayern-Look, Österreich-Look, was auch immer, richtig stylisch. Die Füße, die Schuhe sind zwar nicht so bequem, weil ich ja den ganzen Tag Nike Free anhatte. Ja, und jetzt geht's essen. Leute, ey, es ist 3 Uhr nachts. Ich habe ernsthaft 7 Stunden lang geblockt, Videos geschnitten, alles Mögliche. Jetzt liegen wir im Bettchen. Ein guter Nachtkuss von meiner Cookie-Maus. Sie liegt in ihrem Kuscheltag und schläft. Den kriegt ihr auf www.honigkeks.com. Und mein Honey-Maus ist natürlich auch da. Hallo. Schnell wieder Decke drüber. Und Honey, was ist los? Bist du neugierig, hä? Ja, jedenfalls gute Nacht, bis morgen. Ach so, und ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch bitte einen Daumen hoch. Schließlich ist jetzt 3 Uhr nachts und ich habe ganz viel dafür gemacht. Ja, folgt mir auf Social Media und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Tschüss.